So, wir gehen in Gen 6 mit Mega-Entwicklung zusammen. Das wird sehr, sehr spannend. Ich mache jetzt einfach mal ein paar Mega-Entwicklungen als allererstes durch, würde ich sagen, oder? Voltenso, Altaria, Latios, Latias. Diese ganzen Pokémon kann man doch mal durchgehen. Kangama, Absol, Pinsir, Scaraborn, Ampharos, Logok, Sumpex, Gewaldro, Glurak, Turtok, Bisaflor, Taubos, Simsala, Gengar. Erstmal die wirklich ganze Mega-Entwicklung durchballern. Dianzi. Ja gut, wenn wir jetzt schon in Carlos sind, dann können wir auch kurz mal Carlos hier ein paar Monster durchballern, würde ich sagen. Machen wir Volcanion, Hooper, Xerneas, Yveltal, Zygarde. Dann haben wir Flauschling aus irgendeinem Grund, habe ich gerade im Kopf. Und Sabayone, Florges, Flabébé und Floette, Chevrum, Tromborg, Paragoni, Mehikel, Quaffaff, Datignis, Fiaro und Datiri, Brigaron, Quajutsu und Fennexis. Dann haben wir... heißt der gerade? Froxy, danke. Froxy, Fings und... Pflanzenbro. Chimpsticks wollte ich gerade sagen. Nee. Fällt mir gerade überhaupt gar nicht ein. Ich habe actually gerade kein Bild vom geistigen Auge, wie der Pflanzenstarter aussieht. Was ist denn da gerade los bei mir? Wo bin ich denn da abgebogen? Wir müssen kurz mal dann einfach weitermachen, würde ich sagen. Mit Frogadier. Tell me follow moving. Frogadier, was haben wir denn neben Delphox, Fings, Rutena, danke. Aber wieso fällt mir Brigarons Vorentwicklung gerade nicht ein? Was ist denn da los? Ich bin jetzt bei Chimpep. Ist ja einfach das gleiche Pokémon, ne? Ist gerade traurig. Naja. Das hat mich gerade ein bisschen rausgebracht. Grabbit und Scoppel, Vivillon, Poncho und Purmel. Okay. Das bekomme ich hin soweit. Rexbisa, by the way, eine Mega-Entwicklung. Pyroleo. Leufeo. Iguana und Illesaat. Was habe ich denn jetzt hier noch? Arenen. Muss ich kurz mal durchgehen, ein paar. Boah, das ist nicht gerade den Starter, ich weiß, das macht mich gerade irgendwie ein bisschen. ein bisschen fertig. Igastanisch. So, und Igamaro, danke. Ah, jetzt habe ich ihn auch wieder vor dem geistigen Auge. So. Gut. Haben wir noch Legendaries? Den gab es so wenig in der Gen. Zygarde haben wir. So. Gibt auch irgendwie einen Geistpflanzpunkt, was mir nicht einfallen will. Irbis, genau. Pumpkin. Gen 6. Florges habe ich, generell Feen-Pokémon und Felinara natürlich. Klar. Was haben die noch in Gen 6 eingeführt? Gen 6 ist gerade so. Oh, Wummer und Scampisto müsste da heißen, ja.
Rockara, wenn ich schon Dianzi habe. Klavion. Magierna haben die. Ne, haben die in Gen 7 eingeführt, stimmt. Ich dachte gerade. Dann machen wir, glaube ich, einfach weiter mal mit Mega-Entwicklung. Ja, wobei nicht. Ich glaube, ich bleibe erstmal noch bei kurz dem normalen Playthrough. Was fällt mir da noch so ein? Die Arenen. Astrid hatte Psycho-Pokémon am Start. Was für Psycho-Pokémon hatte sie? Fällt mir irgendwie gar nichts ein. Machen wir uns jetzt hier Mewtwo. Ja, kommen dann Rayquaza, Kyogre und Groudon. Machen wir ein paar wieder Mega-Entwicklung erstmal. Voltenso, Tohaido und Kamerupt und Hundemon. Altaria haben wir schon. Düdü. Papapa. Gen 4, Ordoch haben wir noch, by the way. Das ist nicht Gen 4. Aber okay. Knackrack. Knackrack, Rexblizzer. Gen 3 müsste es dann noch Legendaries, nicht Legendaries, Mega-Entwicklung einige geben. Sehr viele sogar. Wie man hier sehen kann. Aber irgendwie fällt mir da gerade nichts ein. Gen 3 Pokémon, die Mega-Entwicklung bekommen haben. Da gab es super viele. Meditales. Carlos, ey. Carlos ist so weird, ne? Carlos ist so eine weirde Generation. Was hat man da nochmal gemacht? Man ist auf dem Mammutel herumgeritten. Dann in die Höhle rein. Was gab es denn in der Höhle für Pokémon? Gesteins-Pokémon? Irgendwas? In der Höhle, da gab es Fossilien. Munagoras. Wie heißt der andere, Bro? Amagaga. Amagarga. Amagaga. Gaga. So. Amarino. Balgoras. Dankeschön. Uiuiui. Das war ja jetzt schwierig. Dann ist man an den Strand gegangen. Sankabu. Ist das Gen 7 leider? Man ist an den Strand gegangen. Hat so gechained. Lino. Was hatte Lino für Pokémon? Er hatte Balgoras. Das habe ich ja. Wo ging es dann weiter? String ist mit diesen Mega-Entwicklungen zusammen. Also ich switche jetzt halt hin und her von meinem Kopf her. Ich will mich gerade auf eine Sache fokussieren, aber irgendwie schaffe ich das gerade nicht. So, dann geht's weiter. Flordelis, was hat er für Pokémon? Der hat Gyarados, by the way, noch. Mega-Gyarados. Dianta, Resladero, Viscogon, natürlich Viscora und Viscago. Klar. Gardevoir habe ich noch nicht. Mega Gardevoir. Habe ich ein Feen-Pokémon noch? Weil welche Pokémon gibt es denn noch in Carlos, wenn man da herumläuft? Nach Quaffaff kommen super viele Pokémon. Den Anfang habe ich ganz gut, aber danach, es kommt nach Quaffaff. Kann ich zumindest noch Mega-Entwicklung in der Zeit? Gen 3. Absol. Was habe ich noch neben Absol? Nicht Libeldra. Ja, es gibt leider keinen Mega-Libeldra. Schade.
Fernan, Thor und Barnett. Hab ich schon? Oh. Okay. Ah, Metagross, ja, kann man mal vergessen. Mega Metagross und Bruder Lander natürlich. Und Stolos, ui, und Funkifer und Zubiris. Okay, Funkifer und Zubiris. Vergesse ich gerne mal. Bibor, Lamus, Aerodactyl, Stalos, Xerox, Despotar, Galagladi, Schlappohr, Lucario. Ja, Lucario sollte man wissen durch die Story. Aber irgendwie habe ich Lucario komplett ausgeblendet. So, Pampampadago, okay. Psyau, Psyaugon, okay. Oh, Durengard-Reihe. Komplett raus. Was ist das eigentlich? Calamanero, okay. Tandrak, okay. Hafnir, okay. Aber Durengard-Reihe vergessen. Aber auch wieder das Ding, das hat man ja seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Na, Timo, was hier ist hier jetzt? Naja, ja, ich übe ja jetzt. Ich bin gerade schlecht. Das weiß ich. Aber deswegen übe ich ja jetzt.